Diese Kinder sind wütend. Am Mittwoch gingen über 4.500 Schüler, Lehrer und Eltern in Schwerin auf die Straße, um gegen die Privatschulverordnung zu protestieren. Sie vertreten die freien Bildungsträger aus ganz MV und wollen nur das eine: Gerechtigkeit. Der Großdemo ging auch ein gemeinsamer Normenkontrollantrag beim Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern voraus. Das Gericht soll klären, ob das äußerst umstrittene Verfahren zur Gewährung von staatlichen Finanzhilfen für freie Schulen rechtswidrig ist. Das Fachchinesisch der unzähligen Paragraphen ist für die meisten hier recht kompliziert. Doch bei allen besteht dieselbe böse Vorahnung. Dass wir für die Gestaltung unseres Schullebens nicht mehr das Geld hätten, was wir vorher hatten und möglicherweise von Eltern mehr Geld nehmen würden, was wir nicht möchten, weil wir einfach unsere Schule so machen möchten, wie wir wollen und jedes Kind Zugang haben soll. Ein Tag zuvor, die Landespressekonferenz zum Thema. Vertreter der freien Schulen erklären ihre geplante Vorgehensweise vor Gericht. Bildungsminister Matthias Brotkorb ist auch anwesend. In den Augen der Betroffenen ist er an allem schuld. Matthias Brotkorb lauscht, doch gibt kein Statement. Dabei wird der Minister mit harten Tatsachen offen konfrontiert. Ja, es hat sich gegen Ende dieses Schuljahres sehr deutlich gezeigt, dass die Privatschulverordnung dazu führen würde, dass etliche Träger Insolvenz anmelden müssten, wenn dieses über einen entsprechenden Zeitraum noch anhalten würde. Und da muss man sagen, wenn das Privatschulwesen in bestimmten Formen existenziell gefährdet ist, dann ist eine Grenze entsprechend erreicht. Eine Nacht ist vergangen und Matthias Brotkorb erscheint nun vor den Demonstranten. Willkommen ist der Bildungsminister hier nicht. Einen offenen Brief mit den Forderungen der freien Schulen bekommt er überreicht. Und die Vorwürfe werden immer schwerer. Er ist zu Unrecht den körper- und geistigen behinderten Kindern. Wir sollen Schulgeld zahlen, was wir als Eltern natürlich auch nicht einsehen. Schulgeld zu zahlen, weil es gibt Regionalschulen und normalen Schulen. Und die körpergeistigen behinderten Kinder werden abgeschoben als zweiter Klasse. Und er ist halt ungerecht dem gegenüber. Die Landtagsabgeordneten stehen den Demonstranten gerne Rede und Antwort. Das Problem ist ihnen durchaus bekannt. Über eine geraume Zeit wurden die Privatschulen im Lande vor eine harte Wahl gestellt. Entweder das Schulgeld erhöhen oder die Profilierung ändern. Ausbildungsgänge wie zum Beispiel der Altenpfleger landeten dabei oft auf der Streichliste. Gegen das Urteil konnten wir nichts tun. Das hat tatsächlich ein deutsches Gericht erlassen. Ich verstehe das Urteil bis heute nicht, aber darauf musste die Exekutive, das heißt die Verwaltung, reagieren. Die Situation hatten wir. Ich habe vor einem Dreivierteljahr schon gefordert, das Schulgesetz zu ändern. Aber wir sitzen natürlich in der Koalition und da muss der Koalitionspartner mitmachen. Endlich erscheint Matthias Brotkorb vor dem Mikrofon. Und der Bildungsminister lenkt ein. Er verspricht sofortige Maßnahmen für einen kleinen Anteil der Schulen und kündigt an, das Schulgesetz grundsätzlich ändern zu wollen. Politische Unterstützung im Landtag habe der Minister auch. Trotzdem bleiben die Schüler skeptisch. Viele von ihnen wollen genau wissen, ob es der Bildungsminister mit seinen Versprechen wirklich ernst meint. Naja, ich wollte halt fragen, es war halt sehr in den Raum gestellt. Sie meinten Gerichtsbeschlüsse, sie meinten, wir werden das ändern seit über einem Jahr. Doch es war irgendwie alles unserer Meinung nach lose Sprüche, weil wir wussten alle nicht, was damit jetzt gemeint war. Könnten Sie uns das nochmal erklären? Damit wussten wir alle nicht so richtig Bescheid. Ja. Also das Problem beim derzeitigen Schulgesetz ist, dass man eine ganz detaillierte Abrechnung machen muss der freien Schulen. Das heißt, wenn bisher Mittel verwendet wurden, nicht für die Lehrer, sondern für andere Sachen, dann war das nicht anerkennungsfähig. Ja, das heißt, dann mussten die Gelder zurückgezahlt werden. Und dieser Mechanismus muss verändert werden und dann kommt es auch nicht mehr zu den Problemen, die wir im Moment haben. War das jetzt konkreter? Das war konkreter, das war nur meine Frage. Dankeschön. Ob die meisten Schüler und Lehrer beruhigt in die Sommerferien gehen werden, bleibt ungewiss. Das Gerichtsverfahren gegen die jetzige Fassung der Privatschulverordnung wird durchgeführt. Die Landespolitik äußert sich erst einmal nicht dazu. Vielleicht wird im Schloss eine sanftere Lösung geschmiedet, damit die Wutkinder von MV ihren Unterricht nicht gegen eine Großdemo tauschen müssen.